We can be better. Deliver Us Mars. Und da sind wir auch schon angekommen, hier beim finalen Part. Ihr werdet jetzt erst einmal merken, dass ich hier ein klein wenig herumlaufe, aber das mache ich, weil ich euch noch etwas erzählen möchte. Nämlich, am Ende der ganzen Geschichte werdet ihr sehen, dass ich die Platin noch nicht erhalte. Das liegt daran, dass ich einen Bug wahrscheinlich im Spiel habe, denn ich habe festgestellt, dass das erste Moonman Magazin, das was wir eingesammelt haben, zwar eingesammelt worden ist, die Trophäe dazu ist auch aufgegangen, allerdings hat er es nicht mitgezählt. Das bedeutet, wir werden zum Abschluss nochmal in das Kapitel zurückkehren und werden dort das einzelne Moonman Magazin einsammeln und dann bekommen wir auch dann die Trophäen. Das andere ist, wir müssen durch die Tesla-Kammern. Und die Tesla-Kammern, die, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es so schwer sind, aber es braucht schon vielleicht bei den ein oder anderen den Versuch mehr, um es gleich auf Anhieb zu schaffen, denn man muss die passieren, ohne dabei Schaden zu nehmen. Und das sieht oftmals alles einfacher aus, als es ist. Und deshalb werden wir das dann in den jeweiligen Kapiteln einfach nachholen. Ansonsten werdet ihr sehen, ihr habt hier wieder alles eingeblendet. Alle Informationen, die was ihr benötigt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Kapitelauswahl. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Bitte sie! Bitte! Jetzt! Unison, meine Tochter und der Eindringling sind weg. Verschließt den Eingang, durchsucht die Kuppel vollständig. Findet sie! Alles okay? Schon gut. Gehen wir. Sarah, was ich getan habe, ich weiß, es war... Ich hab alles gehört. Hab ja auch eine, siehst du? Wir müssen zurück zu Habitas, hier wimmelt es nur so vor. Leute, bei mir wird die Lage etwas brenzlig. Ja? Ja, die Kolonisten sind sauer, weil du den Rover geklaut hast. Sie suchen einen Weg rein. Okay. Ich habe den Streampunkt vom Aufzug gekillt und Barrikaden aufgebaut. Pass auf, ja? Ihr müsst wieder zurück, sonst hindern sie uns dran, hier wegzukommen. Ja. Wir stehlen noch einen Rover und meiden zigtausend Kolonisten. Wir müssen weiter zur Arche Vita. Ryan, leite Habitas Strom zu Vita um und mach uns startklar. Wir machen uns jetzt auf den Weg dahin. Wir ziehen es durch? Okay, verstanden. Ich gehe zum MPT-Terminal. Seid beide vorsichtig, okay? Ich hatte einen Weg gesehen. Alles okay? Yep. Mm. Es geht. Los, komm. Mir nach. Schnell, jetzt! Und Luca doch nicht so lange allein lassen. Jemand muss zur Arche zurück und... Wenn wir sie nicht finden, haben wir größere Probleme. Los, gehen wir. Lüft es rein. Warte bitte kurz. Meinst du, diese Anlage führt zur Arche? Sieht so aus, ja.
ob wir wohl so ganz ohne weiteres da reinkommen? Eher nicht. Das habe ich befürchtet. Vielleicht gibt's einen anderen Weg. Da wäre noch ein Wartungsschacht, ist vielleicht ein Umweg, aber... Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Umwege aushalte. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Nur wie und wo? Das ist der Pumpenregler für den Sauerstoff, der von Habitas zugeleitet wird. Ja, stimmt. Und? Sieh mal. Niemand trägt einen Druckanzug. Wenn ich den Regler kurz abschalte, müssen sich alle einen Anzug suchen oder in Sicherheit bringen. Während sie damit abgelenkt sind, könntest du reingehen. Ich komme durch den Wartungstunnel unbemerkt zur Anlage. Kathy, ich weiß nicht so recht. Treffen wir uns beim Eingang. Okay. Viel Glück. Das ist die Pumpe, Amy. Wir müssen sie am Terminal abschalten. Kathy, ich hoffe, dass du eine dieser Frequenzen mithörst. Moonbear, bitte lauf nicht davon. Wir sind so nah dran, hier alles zu schaffen. Bitte, bleib hier bei mir. Ich kann dich nicht nochmal verlieren. Nein. Das hat sie nicht abgeschaltet, nur diese Hitzeschilder bewegt. Wir müssen wohl den Leitungen nach oben folgen, Ayla. Die Kolonisten sind fast da. Wie sieht's bei euch aus? Wir sind noch nicht bei der Arche. Wir machen so schnell es geht. Beeilt euch, ja. Ja, ich werde Ihren Sekte da nicht unbedingt beitreten. Ich versuch's, ja. Ich muss weg. Na los. Das funktioniert auch nicht. Leitungen. Eine andere Möglichkeit gibt's wohl nicht. Alle gehen. Jetzt ist der Weg zur Anlage frei. Wir treffen uns drin. Bitte legen Sie Ihre Druckanzüge an und begeben Sie sich umgehend zur nächsten Sicherheitszone. Luftleck festgestellt. Hochfahrtstufe 4. Bitte legen Sie Ihre Druckanzüge an und begeben Sie sich umgehend zur nächsten Sicherheitszone. Das wird echt knapp. Fahr hoch, Sarah, mach! Los! Ja, hierher zu kommen. Die Arche kann. Oh nein, ich kann. Nein, Mondbär, hör mir zu. Tu das nicht. Nicht nur wegen mir. Denk an die Leute. Ich... Bitte bleib. Was machst du da? Der Schacht führt geradewegs durch die Tesla-Kammern. Da bringst du dich nur um. Okay. Bitte.
Ich habe alles vermasselt, weißt du. Retten konnte ich dich nicht. Als dein Vater habe ich versagt. Ich hätte dich beschützen müssen. Ich hätte vieles besser machen müssen. Doch mein größter Fehler war, dich zu verlieren. Bitte bleib hier. Ich verspreche dir, dass ich mich bessere. Ich sorge dafür, dass du in Sicherheit bist und dass uns nie wieder etwas passiert. Mother, kannst du mich denn hören? Kathy, bitte antworte mir! Die Tür. Sie versuchen, die Schubdüsen zu sabotieren. Okay, symmetrische 4er DES-Verschlüsselung, 64-Bit Chiffrierschlüssel. Kein Problem. Mondbär. Bitte, hör mir zu. Nur für eine Sekunde. Du musst das nicht tun. Was wir hier gebaut haben. Ich kann nicht zurück. Auf der Erde sperren sie mich weg. Ich wäre wieder fort. Kat? Sarah? Kolonisten auf der Brücke. Bitte, Mondbär. Nur du hast mir hier gefehlt. Bleib. Ich hab's. Die Startsequenz läuft. Triebwerke starten. Ich versuch's. Kathy, gehen wir. Kat. Tut mir leid, Dad. Tut mir leid. Nein! Automatische Startsequenz eingeleitet. Arche, schnell! Betreten Sie Arche Vita sofort. Abflug bevorsteht. Sarah! Warte, ich hol dich! Wir packen das! Halt dich fest! Dad!
Automatische Startsequenz eingeleitet. Manuelle Crosschecks starten. Kat? Du schaffst das. Sarah, Bericht? Hab im Kontrollraum die Startsequenz initialisiert. Verstanden. Überprüfe nochmal die Systeme. Initialisiere Abdichtung. Dicht. Überprüfe Luftzusammensetzung. Initialisiere Adduktor einfahren. Nein. Sarah, Leitungen lüften. Bodenstartsequenz. Fahre Orb. Ist schon eingefahren. Okay. Fahre Hilfsaggregator hoch. Fertig. Visiercheck. Bereit. Bereit. Transfer von Bodenenergie zur eigenen Energie.
Transfer abgeschlossen. Wir nutzen eigene Energie. Schalldämpfungssystem aktivieren. Aktiviert. Starte Helium-3-Schubdüsen. Wie schön, dich zu hören. Was ist mit den Unison-Kolonisten? Hat alles geklappt. Ist erledigt. Gut. Ich liebe dich, Imzadi. Ich dich auch. Ihm geht's gut. Es tut mir so leid, Sarah. Einfach alles. Ach, Kat, zum Schluss hast du ja richtig gehandelt. Darauf kommt's an. Warum bist du mir gefolgt? Falls du Isaac suchst, seine Bitte habe ich erfüllt. Folge dem Korridor. Danke. Hast du ihm denn schon das von Claire gesagt? Nein. Ich werde es ihm aber jetzt sagen. Viel Glück. Setz dich doch. Die besten Sitze im Haus. Wir haben lange nach dem richtigen Biopolymer gesucht. Schließlich hat es jemand gefunden. Nun erschaffen wir Natur. Wir werden viel mehr davon drucken müssen, wenn wir die Erde retten wollen. Komisch. Der Tag deiner Geburt fiel mir gerade ein. Du weißt das wohl nicht, aber ich hab dich und deine Mom an dem Tag fast verloren. Wirklich? Ja. Liz brachte dich zur Welt. Es hat so schlimm gestürmt wie noch nie. Der Strom fiel so gut wie jeden Tag aus. An dem Tag hat's den Krankenhausgenerator überschwemmt. Es war nicht wirklich optimal, um es gelinde zu sagen. Du wurdest geboren und deine Nabelschnur war um deinen Hals gewickelt. Und deine Mom wurde ohnmächtig durch den Schock. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ich stand einfach in der Ecke rum. Ich sah den Ärzten und Pflegern zu, wie sie versuchten, euch zu retten.
fühlte mich nutzlos. War vollkommen machtlos. Wenn wir auf der Erde sind, bringen sie mich weg. Du weißt, wir werden nicht zusammen sein, Kathy. Ich weiß. Ich habe es echt versucht, das Beste fürs Bestehen der Menschheit zu tun. Egal, was wir auch tun. Trotz allen Bemühungen, wir finden einfach nicht zueinander. Wir bekämpfen uns, auch angesichts gemeinsamer Gegner oder Ziele. Wir werden uns nicht einig, wie wir das meistern. Unsere Rhetorik wird hasserfüllt, unser Handeln zerstörerisch. Wir stehlen das Brot von anderen, wenn wir hungrig sind und würden aus Habgier ihr Zuhause zerstören. Dies tun wir uns gegenseitig an. Und uns selbst. Als wäre persönliche Bereicherung immer wichtiger als Einheit. Was wollen wir retten, wenn wir es am Ende selbst zerstören? Ich dachte wirklich, dass das, was ich tat, richtig war. Aber weißt du, wer sagt, ob man recht hat? Wer darf das entscheiden? Wie schön, dich zu hören. Was ist mit den Unison-Kolonisten? Hat alles geklappt. Ist erledigt. Gut. Ich liebe dich, Imsadi. Ich dich auch. Und selbst wenn man sich sicher sein könnte, dass man auch für das wahre Allgemeinwohl kämpft, warum muss man überhaupt dafür kämpfen? Gott, wie bleibt man da stark? Trotz alledem. Wie bleibt man da? Gut. Man glaubt, dass wir etwas tun sollten. Ich hoffe, du hast recht. Quillet Hoffnung fort in unserer Brust. Was? Wir können uns bessern. Kontrollzentrum? Hier Sarah Baker, Kommandantin Mission Opera. Die Mission war erfolgreich. Rückkehr zur Erde. In etwa 6 Monaten, 13 Tagen und 4 Stunden. Kontrollzentrum? Bitte antworten. Dies ist Kontaktversuch Nummer 3. Sind Sie da?
Und hier könnt ihr bereits sehen, der Prolog 0 von 1 statt 1 von 1. Keine Ahnung, warum es nicht gezählt hat. Deshalb, wir überspringen das Ganze, drehen uns jetzt zur Seite und nehmen halt einfach noch einmal das Magazin an uns. Jetzt gehen wir nochmal ins Kapitel 9, wo die Tesla-Kammern auf uns warten. Und diese müssen wir komplett passieren, ohne Schaden zu nehmen. Und diese Stelle hier, denke ich, ist mit Abstand die schwierigste Stelle. Wenn ihr das geschafft habt, hier oben ankommt, ohne hier wo ranzukommen, um euch zu schocken, dann lauft ihr einfach nur noch hier geradeaus und hier hinten bekommt ihr die letzten Trophäen. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und denkt bitte daran, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn noch nicht gemacht, gerne auch ein Abo, denn so verpasst ihr hier kein weiteres Video mehr. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch und sage Ciao, Servus, macht's gut. Come on.